HBCH, wofür steht das? Ich weiß es nicht, ich habe den Brief nicht gelesen. Ich sollte hier wirklich nur einbrechen. Was ist mit den Wachen hier passiert? Ich wende mich wieder an den Zwerg und schmeiße ihm eine neue Feder ein. Wenn du die nochmal durchbrichst, breche ich dir die Finger. Er schaut einfach nur auf Pferde. Mit den Pferden rausgeschickt? Ja oder nein? Er macht ein Plus dahinter. Ey, weiße Frau! Weiße Frau, Blutlose! Wir haben gewonnen! Du kannst, unten die Ferkina rumpeln hören. Wir sollen dich holen, glauben wir. Kommt sofort hier rauf! Ja! Ey, ist das nicht das Zimmer von Zodamin? Ja. Was sind das für Leute? Einbrecher. Sie ziehen ihre Säbel. Wer hat hier Wache gehalten? Beziehungsweise keine Wache gehalten? Keine Ahnung, das wechselt immer. Wir können fragen. Seid ihr immer so unfähig oder nur heute? Ich glaube mir Mar oder Haidocht. Oder Pharao selbst. Ich würde mit ihm sprechen. Diese hier haben gerade versucht, einen Anschlag auf unsere Freundin Sulamin zu veranstalten. Außerdem wollen sie den Raya-Tempel und die Hochgeweihte selbst angreifen. Was ihr jetzt macht, ihr werdet die beiden verschnüren wie die Pakete. Und ihr werdet sie mitschleppen. Wir gehen jetzt zum Raya-Tempel. Das können wir machen. Also sie sollen das leben können kommen, wir ja? Nicht nur machen, das machen wir. Ja, lebend. Ja, damit treten sie nach kurzer Suche einige Seile, die sie dann rausholen und sie dann fesseln, verschnüren. Ja, dann warte ich darauf, dass sie verschnürt werden. Ich würde dann noch schauen, ob die Mira eingeschlossen wurde. Ja, du kannst erkennen, wie da ein Riegel vor die Tür von außen gelegt worden ist. Also links und rechts so runtergeschoben, damit da keiner rauskommt. Und wenn du dich ein bisschen weiter im Haus umguckst, kannst du wohl mittlerweile auch feststellen, wie die Ställe mit den Pferden geöffnet worden sind. Da waren nicht viele Pferde drin, aber die wurden geöffnet und vielleicht ist das der Grund, warum die Ferkiner dann ihre Plätze verlassen haben. Gut, ich möchte Mira natürlich befreien und ihr dann beruhigend zuregen, so von wegen, wir gehen gleich den Papa holen, ja? Ja, Mira knurrt und wird aber auch ein intuitives Verständnis dafür haben, wer du bist und wo Rafim ist und ja, du kennst das, wie sie dich da mit dem Kopf ein bisschen knufft. Ja, du bist ein gutes Mädchen. Na komm, dann gehen wir mal los. Du da, wie heißt du nochmal? Ich wende mich an einen der Ferkiner. Ich bin Rashtuba. Rashtuba. Du sagtest, die Spiele sind vorbei. Wo sind die anderen? Wir wollten Tee trinken beim Bürgermeister. Was ist denn das für eine... Gibt es ihnen gut? Also, wenn sie Tee trinken gehen, wahrscheinlich. Ja. Schick zwei Leute los und sag ihnen, dass wir auf dem Weg zum Raya-Tempel sind. Zwei Pferde sind verletzt. Aber deine Beine sind nicht verletzt, also nimm sie in die Hand. Ich wollte dir nur eine Geschichte erzählen. Ja, damit gehen sie los und nehmen dann auch den Zwerg und den 15-, 16-jährigen Jungen mit. Achso, ich würde jetzt lieber zwei von den Ferkinern losschicken in die Arena. Ja. Und mit dem Rest und den beiden gefesselten Leuten zum Raya-Tempel ziehen. Gut. Ja, derweil können die anderen erkennen, die Arena bleibt weiterhin gefüllt. Die Zuschauer warten darauf, dass die nächsten Kämpfe losgehen. Wieder wohl irgendwelche Tiere, nachdem jetzt Leftanarien nicht ganz vorbei sind, aber zumindest die großen 9x9 Kämpfe dann den Sieger Raya koren haben, wird das wohl weitergehen. Also irgendwie eine Zwischenshow mit irgendwelchen Theaterfestspielen, die da ein bisschen beginnen, auch vor allem magisch. Und ihr könnt euch dann nach und nach nach oben durchkämpfen in die Tribünen der Erhabenen und könnt da auch dann auf die Wachleute von dem Bürgermeister treffen. Rafim, möchtest du uns vielleicht Anlass verschaffen? Oh, so. Wir haben eine Einladung, sag ich mal zu den Leuten. Von seiner Erhabenheit persönlich. Na gut.
Aber die Waffen legt ihr ab. Nö. Dann lassen wir euch auch nicht rein. Keine Chance. Dann machen wir Platz. Geh an die Seite, los! Zwei Armbrüste werden auf deinen Kopf angelegt. Ja, ich stell mich mal vor, ihr alle an. Also, meine Herren. Entweder ihr sterbt jetzt alle, oder ihr lasst uns durch. Du siehst, wie vier weitere Armbrüste an dir angelegt werden. Auf deinen Kopf. Ich glaub, die meinen das ernst. Ohne Waffen. Ihr habt eine Einladung. Versteht das jetzt nicht falsch. Aber ihr seid nicht so vertrauenswürdig. Und ihr hattet gewiss einen guten Blick auf die Spiele und habt eventuell bemerkt, dass eure Leute uns recht scharf angegangen sind. Uns würde interessieren, wieso. Richtet das seine Erhabenheit aus? Vielleicht möchte er ja mit uns reden. Ah, werden wir ihm ausrichten. Vielleicht wird er sich bei euch melden. Nicht für irgendwann. Jetzt. Die Arena ist aus Stein, oder? Die Arena ist da, wo du gerade stehst, wohl vor allem aus Holz. Ah, okay. Also der untere Teil ist aus Stein, ja. Und das ist auch Naturstein, aber aktuell steht die auf Holz. Ja, das ist ja auch kein Problem. Aber ich würde trotzdem erstmal abwarten. Ja. Also die Wache, die sich da wohl gerade aufgespielt hat, wird dann sich abdrehen. Die anderen sechs Armbrüste sind weiterhin auf euch angelegt und es sieht auch so aus, als ob die abdrücken würden. Also das ist denen gerade egal. Ich würde auch weitere Dolche erkennen, die so ein bisschen verschmiert aussehen, als ob da irgendwie Gift dran ist. Also das Übliche, was man auf Fasar treffen kann. Wie viele sind das? Also Wachen sind da jetzt mindestens 10 vor euch. So, das ist okay. Also du siehst auch weitere Leute, die dann auf der Tribüne stehen. Da müsste man sich jetzt wirklich durchmetzeln, damit man dann zum Bürgermeister kommt. Aber die Wachposition geht dann auch eben in Richtung des Bürgermeisters, ein älterer Herr, mit dem man sich da wohl gerade unterhält. Und der nickt dann und winkt ab. Im Sinne von bringen sie her oder im Sinne von bimmeln sie ab? Die Person kommt dann wieder auf euch zu und nickt dann mit so einem spöttischen Lächeln. Er möchte euch jetzt nicht sehen. Die Einladung ist wohl vorbei. Sie galt vor den Spielen. Ich glaube, ich ziehe eine Liturgie. Ich werde ihn wohl nicht packen, aber so einen halben Schritt auf ihn zugehen. Das ist mir scheißegal. In Priors Namen, du bringst mich jetzt zu ihm oder es gibt Konsequenzen. Nochmal einen heiligen Befehl. Nochmal auf 10 Ziele. Würfeln wir mal. Dürfen eine Selbstbeherrschungsprobe ablegen, ne? Ja, erschwert um LKP-Stern halbe plus 5. Ich habe aufgestuft, also erschwert um LKP-Stern plus 5. Also ist eine gerade 3, 9 plus 5, 14. 14, Selbstbeherrschungsprobe plus 14. Ja, keine Doppel-1 leider. Sie nicken und die Armbrüste werden dann von Rafibs Kopf entfernt, sind aber weiter gespannt. Und ihr könnt auch sehen, wie jetzt die anderen Leute, die hier oben rumstehen, also 40 Leute werden es wohl sein, sich aber auch dann sehr argwöhnisch zu euch richten. Und die anderen 10 bringen euch dann zu Manachtagom, fächern sich so ein bisschen auf und kreisen und schließen euch dann ein. Was ist das denn für eine Sitte, dass man hier erst schreien muss, bevor man überhaupt irgendwo hingebracht wird? Ah, Zulamin. Hast du dich also doch noch entschlossen, zu uns zu kommen? Erhabener Manach, vielen Dank für die Einladung. Wir dachten uns, wir lassen uns nach den Kämpfen noch ein wenig bei euch sehen. Ihr müsst ja wirklich sehr enttäuscht gewesen sein, dass wir die Spiele nicht mit euch gemeinsam ansehen konnten, so wie eure Leute uns bedrängt haben. Ja, nun, ich bin schon etwas enttäuscht, dass ihr die Einladung nicht angenommen habt, aber nicht erstaunt. Nur enttäuscht. Ach, damit können wir umgehen. Und was verschlägt euch nun auf die Tribüne? Wollt ihr etwas Wein mit mir genießen? Warum wollt ihr uns umbringen? Ihr seid gefährlich. Und ich dachte mir, es wäre interessant zu wissen, wie viel ihr aushalten könnt. Ihr habt die Arena betreten und damit den Spielen zugestimmt. Ich stehe nicht in der Arena. Ich hatte mich schon über eure Einladung gewundert. Vielleicht wärt ihr umgekehrt enttäuscht gewesen, wenn wir uns damit begnügt hätten, auf der Tribüne zu sitzen. Oder hättet ihr uns eure Leute dann hier auf den Hals gehetzt?
Nein, selbstverständlich nicht. Ich habe Anstand. Das freut mich zu hören. Nun, sagen wir einfach, ich hatte angenommen, dass ihr sowieso unten steht. Zugegeben, mit einer gewissen Menschenkenntnis war das vorhersehbar. Oder vielleicht, wenn jemand wusste, dass zufälligerweise der Raya-Tempel in einer gewissen Verlegenheit ist, weil zufälligerweise einige seiner Kämpfer ausgefallen sind. Habt ihr etwas damit zu tun? Habt ihr Beweise dafür, dass ich etwas dafür getan? Nein. Ich sage einfach nein. Gut, Menschenkenntnis auf ihn. Ich habe alle Beweise, die ich brauche, um Mahi dran zu kriegen. Glaubt nicht, dass ich mich von irgendwelchen advokatischen Winkelzügen täuschen lasse. Ihr lügt. Habt ihr es alleine getan oder hattet ihr noch Verbündete? Wir haben noch einige weitere seltsame Einladungen erhalten. Der Mann wirkt doch nicht kompetent genug, das alleine gemacht zu haben. Schau ihn dir doch an, Sulamin. Lass ihn antworten. Ah, gut. Ihr werdet euch jetzt von meiner Tribüne entfernen. Ich möchte die Spiele sehen. Ansonsten werdet ihr gleich mit Bolzen in den Kopf begrüßt. Ich habe euch nicht mehr eingeladen. Die Einladung selbst, die vor den Kämpfen galt, wurde aufgehoben. Ich schaue die anderen an. Wir wissen alles, was wir wissen müssen. Ich denke auch, ja. Ich würde sagen, es war ein Vergnügen. Aber eure Kämpfer sind beschissen. Und das war enttäuschend. Hauptsächlich. Vielleicht beim nächsten Mal jemanden mit ein bisschen mehr Schneid. Oder mehr Geld in die Hand nehmen, um, kompetente Kämpfer zu kaufen. Ihr wisst schon. Man weiß ja, dass die Garretter nicht zu den ganz Reichen gehören. Aber ja, lasst uns gehen. Ja, während ihr wieder euch entfernt und ihr die Dolche und die Armbrüste hinter euch spürt, könnt ihr sehen, wie jetzt wohl wieder Fekina auf euch zueilen. Oh je, was gibt's denn das deine? Bevor die Fekina euch erreicht haben, kann Rafim erkennen, wie der Hornbruder wieder von der Seite an dich herantritt. Ich weiß jetzt, wie die Prophezeiung war, ich erinnere mich wieder. Das war die falsche Arena und das ist nicht die in Fasar und nicht die in Al-Anfa. Sie war voll Wasser. Die Arena war voll mit Wasser. Dort werden wir miteinander kämpfen. Er freut sich, dass er wohl mittlerweile wieder weiß, worum es ging. Das ist schön. Und solange lauft ihr uns nach oder trefft ihr euch dann dort? Ich werde sie suchen. Ich werde sie suchen und finden. Ich euch berichten. Glaube, in Belhanka gibt es ein Atrium. Da habe ich einmal mit meinen Schülern gesessen. Das war auch zur Hälfte mit Wasser geflutet. Vielleicht nutzt man das auch als Arena. Vielleicht solltet ihr dort zu suchen anfangen. Ich muss mal schauen, wo Belhanka ist. Er nickt und grinst dir zu. Danke, Zwerg. Oh, sehr gerne, sehr gerne. Wenn du etwas herausgefunden hast, wir werden sicherlich gerne alle euren Kampf uns anschauen. Denn ihr seid ja zwei starke Typen. Gutlos, Herr. Die weiße Frau hat uns geschickt. Wir sollen zum Raya-Tempel kommen. Ja, beeilen wir uns. So könnt ihr ungefähr 20 Minuten später im Raya-Tempel auf Isarun und Reshalia treffen. Reshalia, es geht euch gut. Ich hatte schon das Schlimmste befürchtet. Ist etwas passiert? Warum wart ihr nicht bei den Spielen? Es geht mir gut. Mir war nicht danach. Etwas hielt mich davon ab. Isarun berichtete uns von einem Brief. Ja, das muss ein Fingerzeig eurer Göttin gewesen sein, euch hier zu behalten. Tatsächlich, als ich Jalans Pferd holen wollte, ist mir aufgefallen, dass keinerlei Wachen am Stadtpalast waren. Jemand hatte wohl die Pferde freigelassen, um sie wegzulocken. In deiner Kammer, Sulamin, fand ich diese beiden hier. Was sind das für Leute? Und was wollten sie dort? Der Kleine dort ist ein Einbrecher. Er wurde von dem hier, Isarun tritt den Zwerg mal mit der Fußspitze, dazu
dafür bezahlt, eine Truhe in dein Gemach zu geben und diesen Brief dazu zu legen. Die Truhe ist voll mit blutbeflecktem, also siebsphärischem Gold. Nicht anfassen. Voltax, du versuchst die Matrix von der Hochgeweihten zu analysieren und du kannst die Matrix nicht ganz begreifen. Du versuchst das magische Auge zu öffnen und immer wieder kannst du wohl bemerken, dass belkelesche Einflüsse, die Matrix wieder verziehen. Du weißt nicht genau, ob es von der Umgebung kommt, von den Spielen selber, von dem Staub, von der ganzen Präsenz, die hier zu ordnen ist, aber du glaubst, dass wohl sie so ein bisschen dämonisch glüht. Abelmir. Ja, was ist? Gerade einmal einen Blick durch mein Auge geworfen. Glaube, was Hepsphärisches wabert um sie herum. Seid ihr sicher, dass sie betrifft oder nicht das Gold? Ich habe natürlich auf sie geschaut, ich habe doch nicht aufs Gold geschaut. Oh weh, das kriege ich eine Verschwörung. Vielleicht wurde sie ersetzt. Nein, nur das würdet ihr erkennen, wenn wir einen Doppelgänger von ihr hätten. Bin mir da nicht so sicher. Oh, erinnert euch, was diese Wesenheiten mit einem Geist anstellen konnten. Erinnert ihr euch, als wir in Keshal Tarif waren? Voltax, du erinnerst dich eventuell daran, dass ich blind bin. Und die Sinne eines Blinden, einer Blinden, sind geschärft. Dann rechtfertigt euch. Die Gerüchte, dass ich von einer Erzdämonin verführt wurde, wollen nie ganz verstimmen. Das stimmt wohl. Doch ich kann euch beruhigen. Meine Schönheit ist diesphärisch. Nun, aber wenn Voltax etwas sieht, muss wohl etwas vorliegen, oder? Ich verfüge aber keine sie, Magie. Habt ihr sie mit einem Oder betrachtet? Ich werfe, als sie sagt, sie verfügt über keine Magie, werfe ich ihr einen Flüchtigen zu. Ja, Zulamin, du hast die Gerüchte natürlich auch vernommen, vor allem auf der Straße. Man weiß nicht genau, was mit Reshalia ist. Eigentlich hast du nie an ihr gezweifelt, aber die Straße tut es trotzdem. Abelmir, du wirst selbst ein magisches Auge einmal öffnen und du siehst gar nichts an ihr. Also weder Gutes noch Negatives. Nun, Voltax, ich fürchte, ihr habt euch geirrt. Es ist nichts Magisches an ihr. Wartet mal, ihr habt in der Arena gekämpft und dort wird auch mit Gift gekämpft. Vielleicht wurde Voltax vergiftet und kann es deswegen nicht sehen. Ich bitte euch, also wirklich, also wer ist denn der Einzige, der sich mit der Hellsicht Magie eindringlich auseinandergesetzt hat? Hat ja, diese Runde nicht ihre Arbeit darüber geschrieben? Über die Analyse von hier Kolakai? Ja, natürlich. Also doch auch Hellsicht, dachte ich. Nun ja, es ist natürlich nicht nur Hellsicht, da sind noch andere Komponenten mit drin, aber natürlich habe ich mich Hellsichtzauber bedient, um diese Analyse überhaupt betreiben zu können. Nun, dann wollt ihr doch vielleicht endlich eine abschließende Meinung geben. Selbstverständlich. Hier, lest doch mal bitte diesen Brief vor, damit wir alle wissen, was darin steht. Werte Zulamin, den Mord an deinen Brüdern und Schwestern rechnen wir dir hoch an. Wenn Reshalia aus dem Weg geräumt ist, ist der Platz für dich frei. Wie besprochen, hältst du für den Giftanschlag 500. Batzen und einen freien Zugang zu deiner Bursche der J-Fässer. Flex mit euch. hb.ch. Ich lass mir Zeit. Ja, irgendwie wird das Vorlesen dann lange noch dauern, oder geht ja schnell. Batzen. Sind Batzen nicht bornische Münzen? Ne, exakt. Wir haben den Festum damit bezahlt, erinnert ihr euch? Das passt zu Manach, aber nicht zu Hablet, was es zu einem schlechten Täuschungsmanöver macht, denke ich. Können wir uns also darauf einigen, dass einfach jeder in dieser Stadt uns an den Kragen will? Du kannst erkennen, dass sie wohl einen kleinen Funken Magie in sich trägt, der wurde aber nie ausgebildet und der ist auch nicht von dämonischer Natur. Also irgendwie haben beide recht, aber auch beide irgendwie nicht recht. Voltax hat was gesehen, aber mir hat nichts gesehen. Du kannst jetzt was sehen, aber es ist halt nicht negativ, es ist einfach nur nicht ausgebildeter viertelmagischer Kern. Werte Kollege, ich denke, ich weiß, was hier los ist. Ein magischer Funken ist zwar vorhanden, jedoch nicht dämonischer Natur, auf gar keinen Fall. Ah, das lässt sich ja jetzt so leicht sagen, bestimmt unterdrückt sie nur ihre Kräfte. Ich
denke, das hätte ich bemerkt. Schalia! Kommen wieder ein paar Ferkiner rein. Die Stadtwache war gerade in unserer Villa. Sie haben durchsucht. Das Bett von Tsunami haben sie durchsucht. Sie sagten ja irgendwas von einem Schlag. Wer hat sie informiert? Sie zuckt mit den Schultern. Irgendein Straßenjunge vermutlich. Und woher der seinen Befehl hatte, werden wir nicht nachvollziehen können. Sie haben direkt das Bett umgedreht. Nichts gefunden. Sie wussten, wo sie suchen muss, anscheinend. Texas war auf dich mit euch, dass wir euch noch zurückgeschickt haben. Sonst wären wir jetzt echt in der Tinte. Mhm. Das hätte gefährlich werden können. Sie haben ja nichts gefunden. Sind sie wieder gegangen? Ja. Sie waren verwundert, dass sie nichts gefunden haben. Dann ist alles gut. Ihr müsst sie nicht umbringen. Naja, aber sie haben dein Bett kaputt gemacht. Ja, das ist bedauerlich. Okay, also, wir jagen irgendwen. Bis später. Tsunami, das solltest du dir nicht bieten lassen. Wenn sie sagen irgendwen, meinen sie buchstäblich irgendwen? Jungs, wie wär's, wenn ihr die Giftmörder jagt? Also, wenn ihr das hinkriegt. Wer ist denn der Giftmörder? Wir lassen es euch wissen, sobald wir es herausgefunden haben. Aber wissen wir nicht, auf wen die Giftmörder zurückgehen? Ich meine, der Mann in der Arena hat doch gelogen. Habt ihr selbst gesagt. Ja, stimmt. Also, wenn euch langweilig ist, dann könnt ihr euren Zorn bevorzugt an Mannachsleuten auslassen. Krieg auf dem Bazar, gut. Wir holen die Pferde. Wo wohnt dieser Mann denn? Wir sind durch sein Viertel gekommen, als wir den Barbaradiana dabei hatten. Und dabei hat er auch so einen Turm, nicht wahr? Er hat 3 Türme, aber sie sind sehr kurz. Ach, ich kann sie einreißen mit etwas Vorbereitungszeit und ein paar unterstützenden zwergischen Händen. Vielleicht möchten wir keine Panik in der Stadt auslösen. Aber Krieg auf dem Bazar, das klingt wie so ein schöner Romantitel. Ich bin nicht sicher, können wir nicht einfach Rafim ein paar Schläger anhören, seinen Turm umstellen und ihn dann da rauszerren? Ja, also ich habe die Türme mir mal angeschaut. Das sind schon eher Festungen. Wollen wir wirklich einen Krieg auslösen hier in Versailles? Ja. Ich meine, die Stadt, die Stadt hat es verdient, einmal gesäubert zu werden, denkst du nicht? Auch dieses ganze Prajotenpack. Auch die auch. Oh, das wird ja wunderbar. Was aber machen wir jetzt mit diesem Paktierer hier? Wir müssen ihn befragen, er weiß mit Sicherheit noch mehr. Nun, wir sollten ihn auf keinen Fall jetzt der Fexkirche überstellen. Ich nehme an, wir sehen ihn sonst nie wieder. Was? Und was auch immer sie von ihm jetzt erfahren, werden sie sich lang und breit aus der Nase ziehen lassen. Wir sollten ihn erst selbst befragen, aber was denkst du, Reshalia? Dieser Brief, er beschuldigt ja auch Hublet. Dieser Brief beschuldigt dich, er beschuldigt Hublet. Und so wie es gestrickt ist, würde ich euch beiden nicht die Verantwortung dafür geben. Ist offensichtlich. Hätte die Stadtwache sowohl das Gold bei dir als auch den Brief gefunden nach einem gezielten Tipp, nach einer gezielten Information, dann sähe es, glaube ich, ganz anders aus. Hätte man mir selbiges über dich gesagt, ich hätte kein Wort geglaubt, unabhängig von den Beweisen. Ich denke, wenn wir mit dem Paktierer fertig sind, könnte es eine gute Idee sein, ihn Hublet zu überstellen, von wegen guter Beziehungen und so. Aber erst, wenn alles vorbei ist, oder? Was denkt ihr? Nun ja, also er wird ja auch beschuldigt, oder nicht? Er ist ein Paktierer. Er hat den Tod verdient, oder aber er soll abschwören. Die Entscheidung obliegt der Fexkirche. Ja, außerdem ist er ein Zwerg und da haben die Zwerge ja auch noch ein Wörtchen mitzureden, denke ich. Oh ja, nein. Ich bin mir sicher, dass sie sehr begeistert davon sind, einen Paktierer an die Hände zu bekommen. Ja. Hublet hat enge Beziehungen zu den Brillantzwergen. Ich würde vor allem unsere Beziehung zur Fexkirche stärken wollen. Die Zwerge sind mir egal. Daher ich halte auch die Fexkirche hier für das Wichtigere. Sie können uns sicherlich besser helfen, was das angeht. Immerhin wird die Fexkirche auch beschuldigt, an diesem Komplott beteiligt zu sein. Wir sind uns sicher, dass Manach Tergom damit zu tun hat. Gut, wir hatten nie besonders gute Beziehungen zu ihm. Aber er hat mir nicht mehr geantwortet, ob er alleine gehandelt hat. Wir sollten in Betracht ziehen, dass er noch jemand ist. Ich denke nicht, dass er all dies eingefädelt hat, einfach nur um ins Haus zu wischen. Er sagte dir doch bereits seinen Namen, oder nicht?
Meine ja, Herren und Damen, ich muss darauf bestehen, dass wir in dieser Angelegenheit Rechtsstaatlichkeit walten lassen. So heißt das doch, oder Isarun? Ja, im Mittelreich würde ich dir tatsächlich zustimmen, aber hier gilt dieses Gesetz nicht. Was? Aber wir haben in Aranien doch auch dieses Gesetz. Ja, aber also, Aranien ist nicht hier. Aber das sind doch nur ein paar hundert... Und wie wir bereits festgestellt haben, ist die Kirche des Priors innerhalb des Ortes sowieso maximal unfähig. Entsprechend müssen wir wohl schon uns vereinnahmen, die antiken, rechtschaffenden Menschen in der ganzen Stadt zu sein. Ein Zwerg das Urteil über einen Zwerg fällt. Also, ich meine, es wird ja trotzdem darauf hinauslaufen, dass er, naja, dem Feuer übergeben wird. Aber ich denke, es ist wichtig, dass das ein Zwerg macht. Ich bin mir sicher, die Fixkirche lässt sich dazu bestechen, sagen wir es einfach, lässt sich dazu bestechen, einen Zwerg bei der gesamten Prozession anwesend sein zu lassen. Aber der Zwerg muss den Richtspruch sprechen. Was haltet ihr von Matriarchin Ingrasha? Sie hatte eine Stadtresidenz in Hablens Viertel. Ich weiß nicht, ob sie zugegen ist, aber man könnte fragen oder die Angelegenheit aufschieben, bis sie wieder. Bevor wir uns jetzt verlieren, um welchen Namen ging es gerade? Denn ich glaube, dieser Zwerg ist zweitrangig. Wenn wir ihn hier und jetzt abbrechen, ist immer noch gewonnen. Er nannte den Namen eines der verbliebenen Heptarchen, Xeran. Ja. Angeblich persönlich. Hat man nach Tegrum Geschäftsbeziehungen zu Xeranien? Vielleicht ist auch dieser ganze Hinweis mit den Batzen eine Ablenkung.